In der heutigen Gartensendung sind wir im Wohn- und Behindertenheim im Rebgarten in Oberwil. Und da schauen wir einen Aspekt an, den wir bis jetzt noch nicht so berücksichtigt haben. Und zwar geht es um die Wohnqualität an und für sich, um Geborgenheit, die man den Leuten, die sich da aufhalten, bietet. Wir haben da eine Art überstilisierte Natürlichkeit inszeniert mit einem Bachlauf, natürlich gestalteten Bachlauf mit grossen Natursteinflächen, mit Trockenmauern und einer Bepflanzung, die auch wieder so das Naturhafte unterstreicht. Das Schöne an dieser Gartengestaltung ist, dass die Harmonie, die man ursprünglich inszenieren wollte, tatsächlich auch stattfindet und gelebt wird. Das heisst, die Behinderten nutzen die Möglichkeit, sie nehmen die Fußbäder, sie spielen mit dem Wasser oder beobachten halt auch einfach nur das Leben, das rundum stattfindet oder hören am Plätschern zu. Für das, dass wir uns hier in einem Garten befinden, ist uns die natürliche Inszenierung hier recht gut gelungen. Neben der Wirkung von einem Bachlauf, dieser natürlichen, ist es ganz wichtig, dass die technische Umsetzung konsequent realisiert wird. Und zwar einer der wichtigsten Punkte ist, dass man einen Bachlauf nicht einfach als schräge Fläche umsetzt, wo das Wasser runterrauscht, sondern das sind eigentlich nichts anderes als mehrere Becken, die hintereinander angeordnet sind. Das Wasser, das bewegte Wasser, nimmt man eigentlich immer nur bei den Höhensprüngen wahr. Das Ziel ist, dass wenn man die Umweltpumpe abstellt, dass nicht der ganze Bach leer läuft, sondern dass es einfach aufhört zu rauschen und das Wasser in diesen Becken liegen bleibt. Für die Umsetzung von natürlichen Situationen oder von natürlich wirkenden Situationen sind die Gräser einfach sehr gut geeignet. Sie tragen da auch sehr viel dazu bei, dass das da so harmonisch wirkt. Wir haben einerseits das grosse Miscanthus, das ist ein Chinaschilf, das im Moment gerade am Blühen ist. Dann da unten dran ist die Morgensternsäcke mit diesen lustigen Früchten. Passt auch gut zum Wasser. Und abschließend einmal mehr das Diamantgras, das da innen auch wieder rhythmisch angeordnet ist. Mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich von Ihnen für heute und hoffe, Sie sind am nächsten Mittwoch wieder dabei im nächsten Garten. Ade miteinander.